Der junge Zauberer Simon Pierrot betätigt sich heute als Fensterputzer. Sein Kunde? Ein exklusives Juweliergeschäft mit verlockenden Auslagen. Schöne Sachen. Ist ein bisschen teuer, oder? Ja, kommt mal ruhig so. Wissen Sie, was am schönsten wäre, wenn man einfach durch die Scheibe durchgreifen könnte? Ja, und mitnehmen. Aber echt. Ja, wir werden los. Halten Sie mal hier. Im Riesen. Halten Sie mal hier. Schön hier. Feste. Schauen Sie mal. Und hier der endgültige Beweis. Glas ist nicht gleich Glas. Okay. Ja, wie gibt's jetzt das? Okay. Und das wird ein Leben lang nicht weiß. Bleiben Sie so, bitte. Bleiben Sie so. Hilfe! Okay. Nicht auffallen jetzt, bitte. Nicht auffallen. Nein! Nicht auffallen. Hilfe! Bleiben Sie ruhig, bitte. Nehmen Sie die Hand weg, bitte. Nein, lassen Sie los. Die zweite Komplizin, wider Willen, verfällt in eine Art Schockstarre. Nee, nehmen Sie die Hände ganz weg. Schauen wir mal, ob die Scheibe kaputt ist. Okay, es hat geklappt. Jetzt bitte nichts anmerken lassen. Jetzt ruhig bleiben. Was ist denn das für eine Geschichte? Okay, bin ich jetzt blöd oder nicht? Ich putze so viele Fenster und ich stelle mir immer vor, es wäre so schön, wenn man durchs Fenster durchgreifen könnte. Schauen Sie. Und dann halt es fest, bitte, halt es fest. Und dann einfach das raus. Möchten Sie auch irgendwas haben? Nee, danke. Gehen Sie, komm, so durch. Versuchen Sie es mal. So mit Schwung, so. Geht nicht. So. Geht nicht. Noch besser und bang. Warten Sie mal ganz kurz, ich komme gleich wieder. Wie bitte? Was ist das für ein Typ? Wer? Ja, der junge Mann, der da steht und greift durchs Glas. Den Zauberer aufgesessen, oder was? Ich habe ihm auch gefragt, ob er David Copperfield wäre. Hab ihn gefragt. Und was hat er gesagt? Nee. Allerhöchste Zeit, die Scheibe noch von innen ein wenig zu putzen. Auch hier kommt der Zauberer allerdings nicht ohne Hilfe aus. Ich sage, wegen den Reflexionen sehe ich diese Fettflecke nicht. Wenn Sie es genauso hoch halten, ist prima. Jawohl, danke schön. Das geht dann besser. Und dann der völlig überraschende Seitenwechsel. Mann! Schauen Sie mal, wie eine alte Frau vor sich. Was? Das ist, wie wir das gerade ein Stück hochnehmen noch. Ist sehr gut, ein Stück höher, das Tuch. Vielen Dank. Ganz gut. Ha! Eich, was machst du denn? Was haben Sie jetzt gemacht? Oh Mann, hab ich mich hier geschickt. Wie bist du denn da durch? Oh Mann, ey. Was hast du gemacht? Darf ich Ihnen was verraten? Ja. Wissen Sie, wie ich da durchgekommen bin und warum? Mhm. Schauen Sie mal darüber, unsere Kamera. Willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß? Echt? Oh. In Davos hat man endlich Fakten geschaffen. Die erste Pistenpolizei. Raudis und Raser haben auf den Leuten nichts mehr zu suchen. Die erste Schicht haben heute übernommen Hansi Vogt und der Ex-Skispringer Dieter Thoma. Dieses Paar Langlaufskier nimmt bereits direkten Kurs auf ein saftiges Knöllchen, eine rote Ampel, ein Tempolimit und schon macht es Klick im Starenkasten. Dass der Fahrer auch noch ganz offensichtlich blau ist, fällt da kaum noch ins Gewicht. Dieser Verkehrssünder ist ein typischer Fall für die Pistenpolizei. Alles klar, Herr Kommissar.
Grüezi, Wolf. Grüezi. So. Schauen Sie mal, da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben hier 20 km/h. Das habe ich nicht gesehen. Ebenfalls haben wir eine Ampel oben stehen, weil da ein Fußgängerüberweg ist. Und Sie sind über die rote Ampel gefahren. Zusätzlich haben wir Sie geblitzt. Was ja. Machen wir? Sie machen Spaß. Das ist kein Spaß. Mein Kollege hat Ihnen jetzt mal das Bild 43 gebracht. 43 km/h, das ist natürlich... Das sind Sie. Sehr schnell, ha? Sehen Sie? Ich habe gefangen hier jeden Tag. Ich bin noch nie langsam gefahren. Ja, wir können natürlich nicht jeden Tag Kontrolle machen. Nein, weil ich das überhaupt nicht kenne in Davos. Also, das ja. Ja gut, dann muss ich Sie verwarnen. Also 43 km/h, da ziehen wir 10% ab. Sind 42 km/h. Kopfrechnen und, war schon immer eine Stärke der Eidgenossen. Bußgeldbescheid von, haben Sie Franken dabei? Ja. So, wir machen bei Ihnen, weil Sie zu zweit sind, 15 Franken. Vielen Dank. So. So, wir haben jetzt hier eine Skibremse. Die müssen wir Ihnen jetzt dran montieren an den Ski, damit Sie nicht mehr ganz so schnell sind. Dann ist es nicht mehr ganz so gefährlich. So. Wo soll ich das abgeben? So. Auch unten. Das geben Sie unter meinem Kollegen für die 5 Franken zurück, weil wir ja 15 ausgemacht hatten. Und die Skibremse geben Sie beim Kollegen Uli ab, bitte. Ja. Alles klar. Das dagegen ist vorbildliches Verhalten im Langlaufverkehr. Hey, was ist da los? Hey! Manche Rotphasen sind ja so lang, dass man alt und grau dabei wird. Hallo! Was los da unten? Hey! Dann reißt der Geduldsfaden doch, was ich sofort recht. So, jetzt stehe ich hier hin. Jetzt und der Kollege macht mal. Jetzt seine Skibremse. Ja. Also. Ein Fuß nach oben, bitte. Also. So. Ja. Dann wechseln Sie auf die Hauptspur, bitte. Also. Wiederschauen. Adieu. Wiederschauen. Alles klar, Herr Kommissar. Ciao. Manchmal fährt das schlechte Gewissen gleich mit. Das nützt auch nichts. Sie haben da oben die Rotampel überfahren. Ja, ich bin doch kein Auto. Wie bitte? Ich bin doch kein Auto. 43 km/h. Man sieht auch schön Ihren Anzug. Ja, ja. Der glänzt in der Sonne. Montieren genau. Bitte auf der rechten Seite. Jawohl, machen wir. Schönen Tag. Upsa. Das sieht man also ganz deutlich auf dem Bild. Macht doch euer Rotlicht weiter oben. Ich kann doch gar nicht bremsen. So. Ich komme aus Brüssel und bin Deutscher. Ah, bin ja. In Berlin geboren. Gut. Jetzt probieren Sie mal mit der Skibremse zu fahren und die Dame bekommt von uns ein paar neue Ski. Zurück in den Schnee und auf die Loipe. Ob es dort läuft wie geschmiert, hängt nicht nur von den Skiern ab, sondern auch davon, wie sie gewachsen sind. Da sind wir natürlich immer bereit zu helfen. Kommen Sie ruhig näher. Heute hier am Sonnenkopf exklusiv einen Wachservice kostenlos. Trauen Sie sich, kommen Sie her. Der dauert nur 5 Minuten. Und damit die 5 Minuten nicht zu lange dauern, gebe ich Ihnen auch noch einen Glühwein aus. Haben Sie Lust? Ja. So. Wenn schon so frischen Schnee hat, kann man gleich mal die Ski frisch wachsen. So, einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Leider kennen sich unsere Leute beim Wachsen nicht wirklich gut aus. Das ist schon mal das völlig falsche Schmiermittel. Da wird der Skiläufer ganz schön auf der Stelle treten. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert.
War der Glühwein gut? Sensationell. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Bitte. Und zwar haben wir heute unser Spezialwachs. Das heißt, die Ski müssen jetzt ungefähr so 2-3 Minuten hier liegen bleiben, damit sich die Temperatur vom Wachs der des Schnees angleicht. Dann haben sie optimale Bedingungen und können somit wie auf Wolken den Hang runterschießen. Danke, empfehlen Sie uns weiter, ist schon okay. Tschüss. Ciao, ne? Tschüss, schönen Tag noch. Ich habe mir jetzt eine Pause verdient. Tschüss. Da fährt er hin und mit ihm jede Möglichkeit der Reklamation. Der Kunde entdeckt ein völlig neues Fahrgefühl, nämlich gar keins. Und beim nächsten läuft es kaum besser. Es ist nicht mehr mit anzusehen, aber wie gesagt, wir sind ja immer bereit zu helfen. Lockvogel Nummer 2 tritt in Aktion. Der kennt sich mit Wachsen besser aus, lässt es sich aber auch was kosten. Entschuldigung, was machen Sie da? Skigymnastik oder haben Sie irgendein Problem? Die ist stumpf. Was, sind die stumpf? Ja. Aha, das war der Kollege Huber von der Sportalm. Ja. Ja. Die machen das umsonst, gell? Der Firma heißt das falsche Wachs drauf. Das ist Steigwachs. Der spinnt. Der versaut mir den ganzen Tag schon als Geschäft, wissen Sie? Das kann er mir doch nicht anbieten, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das sind sie leider. Ja, schon. Also, ich darf mit denen können es nicht mehr fahren. Ist denn noch einer hier von denen? Der ist jetzt abgefahren. Der ist jetzt weggefahren. Brotzeit. Der ist jetzt weggefahren, oder? Der ist in die Pause, ja. Ja. Also ich kann nicht wahr sein. Ich kann. Ich finde das unmöglich. Ja, es tut mir leid, aber so ist er. Das ist der Huber Olli. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, eigentlich nicht. Ich mach's ja nicht weg. Aber ich kann es ja nicht umsonst machen. Schauen Sie, das ist meine Preisliste, da können Sie schauen. Echte Schnäppchenpreise. Ja, gut. Ich habe 3,50 und Sie wollen 89 haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo bin ich denn hier? Ich mach's ja nicht für 40. Nein. Ich mach's. Überhaupt nicht. Ich nehme die Ski, ich fahre mit der Gondel wieder runter. Nein, Sie können ja jetzt nicht runterfahren, ich mache es ja nur für 10. Ich kann runterfahren, ich habe doch die Karte, ich kann doch fahren, wo ich will, ob rauf oder runter. Sag mal, für 10 beieinander, ich mache es ja nur für 10. Ja, los, komm. Klar. Und was kriege ich im Nachhinein? Schauen wir mal. Wieder so einen komischen Wachs drauf, oder? Nein, was ist das Allerbeste, das Allerbeste? Manche Leute sind ja echt dreist. Wachsmann Nummer 1 kommt zurück. Ah, hey! Hi. Grüß dich! Grüß dich, Olli. Heute ist ein Traumtag, hä? Super, bist du Ski gefahren? Ja, gut geht's. Sind Sie immer noch da? Oder schon wieder? Das hast du mit mir nur einmal gemacht. Was meinen Sie denn? Guck dir die Wachs an. Grüß dich, geht's Chef gut? Ja, schon. Komm mit, erst da drin. Moment, was du mit mir gemacht hast. Warum? Mit dem Wachsen. Warum? Das kannst du knicken. Weswegen? Ich hab hier gestanden und komm nicht weg. Und das ist da heute noch drauf. Ja, aber Sie haben ja von mir einen Wachsservice bekommen. Ich habe sogar noch mehr Wachs drauf. Ungefähr so viel. Komm mit, guck dir das an. Der Kumpel macht's gerade runter. Ich hol sie Ihnen, ja? Die Skier sind da. Das hat ein Nachspiel. Verlass dich drauf. Ja, aber hat er was zahlen müssen, der Herr, bei dir? Ja, 10 Euro. Das sind 5 für jeden. Immerhin. Was? Dankeschön. Guck dir an! Das kann doch nicht wahr sein! Weil das ist kriminell, was ihr macht. Ja, ich doch nicht. Er hat ja das gemacht. Ich stehe hier und mache ihm die Skier wie neu. Die sind ja fast neu noch. Da sind ja lauter so Leute unterwegs wie der, wissen Sie. Wenn die die Kaster draußen stehen. Ich kehre doch zusammen. Und Sie gehören garantiert zusammen, das behaupte ich, aber hundertprozentig. Und das wird die Kripo rauskriegen, ob Sie zusammengehören. Lassen Sie das bloß nicht machen. Der Kollege kann es nicht.
Herr das Kollege, ganz nicht, sagen Sie jetzt. Das ist Absicht, wette ich mit Ihnen. Da verdienen die ja ihr Geld mit. Ich hab doch damit gar nichts. Das wird die Kripo schon klären. Schauen Sie, Sie können den ganzen Tag nicht mehr fahren. Das wird die Staatsanwaltschaft klären. Das ist mir, also ich bin schon 45 Jahre Skifahrer. Unter anderem auch in Sonnenkopf. Aber das ist mir wirklich noch nie passiert. Ich erkläre Ihnen gar nichts mehr. Wir warten auf Herrn Kanal und der ruft die Polizei. Um was geht's denn? Gar nicht mehr. Ja. Frau, ist ja nicht so dumm, um die verwachsene Ski. Mit Ihnen spreche ich gar nicht mehr. Sie haben ja von mir einen ganz normalen Skiwachs. Sie haben uns bestätigt, dass die Ski verwachsen sind. Sie haben ja meiner Frau Sie haben uns bestätigt, verwachsen, dass sie hin sind. Ja. Unter Zeugen. Mein Mann war auch Zeuge. Ja, die sind kaputt. Sie so haben ja von mir einen Wachservice bekommen, kostenlos. Sie haben ja gar nichts bezahlt dafür. Das hat doch damit nichts zu tun. Darf ich Sie noch mal ganz kurz bitten? Nur noch einmal bitte. Sie kriegen eine Klage an Hals. Sie kriegen einen Klage an Hals. Schauen Sie. Wenn die Skier wieder in Ordnung sind, kommen wir wieder. Ich zeige Ihnen jetzt mal. Nichts mehr. Diese Skier haben genau dieselbe Wachs bekommen. Das könnte der Kripo dann erklären. Also das ist eine Sache. Schere-Schleifer sind doch Wachs und dann 89. Für 89 Euro ruhig richten. Das geht nicht. Also gut. Nein. Also gut. Ich und werde es jetzt. 20 Euro runtergegangen. Das ist nur krimineller. Ich habe schon angerufen. Die Polizei kommt. Wir brauchen uns nicht aufregen. Die Polizei ist am Anmarsch. Ich habe Bescheid gesagt. In der Bergstadt. Ich werde Sie entschädigen. Ja. Ich biete Ihnen Folgendes an. Jeder von Ihnen bekommt jetzt von mir zum Runterfahren ein paar Ski. Und mit diesen paar Skien fahren Sie direkt in die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen! Nein! Oh nein! Ja, aber jetzt, oder? Jetzt hast du bloß keine andere Ausrede mehr, ne? Nein, das ist jetzt echt. Aufgebrachte Skiläufer gibt's in Potsdam nicht. Dafür jede Menge Parksünder. Daher starten wir in dieser Straße einen bahnbrechenden Modellversuch. Hier darf sich nur hinstellen, wer den Parkschein vor dem Einparken gelöst hat. Wer sich nicht daran hält, bekommt umgehend Ärger. In der Rolle der unerbittlichen Politesse, Schauspielerin Doreen Dietl. Einen wunderschönen Sonntag. Grüß Gott. Ich sehe, Sie wollen hier parken. Sie haben aber leider kein Parkticket gelöst. Da muss ich Ihnen jetzt einen Bußgeldbescheid geben über 40 Euro. Leider. Bußgeldbescheid, was? 40 Euro, Sie haben mich gezahlt. Ich bin doch bloß durchgefahren, ich habe noch nicht gehalten. Ja, Sie haben, Sie stehen doch. Ja, wir wollen jetzt Sie fragen jetzt. Was wollen wir Sie wollten Sie jetzt gerade fragen, ob man da parken darf. Sie haben aber nicht die Anstalt gemacht, irgendwie mich zu fragen. Schau mal, da steht der Parkschein, wir müssen vor dem Parken. Wir sind jetzt gerade im Moment dahergefahren, haben uns eingeordnet. Das bitte ist nicht. Sie können Sie nicht lesen. Ja, doch, Sie haben jetzt gerade geparkt, aber Sie haben keinen Parkschein. Ich habe noch nicht abgestellt, ich habe nicht einmal abgestellt. Doch, Sie stehen doch. Aber ich habe nicht abgestellt, noch gar nichts. Ich bin nicht ausgestiegen, Sie gar nichts. Sie stehen doch. Also bitte. Ja, so sind die Regeln, tut mir leid. Ja, aber was habe ich jetzt ich falsch gemacht? Sagen Sie mir das bitte, erklären Sie mir das bitte, das mag ich jetzt nicht zahlen. Das zahle ich jetzt nicht. Nein, die tun mich jetzt gleich. Ah, bitte, ich bin jetzt da hergefahren, ich habe noch kein Motor abgestellt, gar nichts, ich habe nur geschaut. Wir haben Sie stehen sehen, jetzt wollten wir Sie fragen und jetzt machen Sie mir da die 40 Euro. Das kann doch nicht sein. Also bitte, der ist ja bei aller Liebe. Tut mir leid, so sind die Regeln. Es ist so. Ja, ich bin von dem Parkplatz gekommen und halte. Jetzt, also, Sie können erstmal ganz ruhig steigen aus und reden ganz vernünftig mit mir. Gib ich erstmal einen Führerschein. Ich bin hier eben hochgefahren. Sie können doch mit mir hier nicht machen, was Sie wollen. Nee, ich mache nicht, was ich will. Ich mache meine Pflicht. Ich parke doch nicht. Ach, Sie sind doch von ganz alleine ausgestiegen. Jetzt, Sie haben gesagt, steigen Sie aus. Sie waren ja schon dabei. Nein! Sie haben wörtlich gesagt, steigen Sie aus. Also jetzt gibt's ja was. Sie haben mich genötigt auszusteigen. Und jetzt beleidigen Sie. So. Und wenn Sie von sonst irgendwo. Eigentlich ist die neue Regelung doch sehr vernünftig. Komisch, dass sie so wenig Anklang findet. Da verliert auch eine Politesse schon mal die Raison. Das ist ein Bußgeld. Das bezahle ich doch aber nicht. Warum denn? Weil Sie hier nicht parken dürfen. Ich fahre da zurück. Also jetzt steht, Entschuldigung, jetzt ist da eine Parkstreife da. Und jetzt bin ich da hergefahren, jetzt habe ich geschaut, was da los ist. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob man da parken darf. Ich bin gerade im Moment da hergefahren. Ja, das habe ich doch gesehen. Ja, aber und da können Sie doch nicht schreien, bitte. Doch. Jetzt geben Sie mir, zahlen Sie gleich, das ist alles wunderbar. Wie das der mal nicht. Das ist aber ein Ticket, das müssen Sie zahlen. Sie können es überweisen, Sie können es aber auch bar zahlen. Das ist eine bodenlose Frechheit, was Sie da machen. Bei Ihnen in Bayern ist es vielleicht anders, aber hier in Berlin sind die Regeln und die werden eingehalten. Mein Motor läuft noch, ich will noch gar nichts. Die müssen Sie einhalten. Wir haben noch nicht einmal lesen können, dass wir da einen Parkschein nehmen. Ja, das ist Ihr Problem.
wenn Sie nicht lesen können. Sie haben, also die Frau hätte also, doch aussteigen können. Wir wollten das gerade lesen, weil wir schauen, was da los ist. Also da können Sie es doch keine 40 Euro verlangen. Also ich habe doch Sie gesehen, haben wir gesagt, da ist irgendwas. Jetzt fragen wir. So, und da hätten Sie doch aussteigen können. Dann hätten lesen können. Darum haben wir es da hergestellt und dass wir Sie fragen können. Hätten Sie mich rangerufen oder hier Ihre Frau? Ach, Sie haben Sie das doch gerade gesehen, haben Sie ganz genau gesehen. Ich glaube nicht, dass Sie was von mir wollen. Bitte, sagen wir doch bitte nicht böse, dass Sie jetzt da was jetzt da verlangen. Das kostet doch nicht sein. Also das ist eine also nein, sowas bringe ich nicht hin. Machen Sie erstmal das Auto bitte aus. Ja, was machen wir? Zeigen Sie mal einen Führerschein. Da habe ich gar nicht dabei. Da. Oh, da geht's schon los. Ja, dann. Da habe ich gar nicht dabei. So weit sind wir jetzt. Jetzt machen Sie mal das Auto aus. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ja. Und was wollen Sie jetzt von mir? Sie wollen jetzt von mir einen Führerschein? Das kennen Sie mir auch mal. Ich habe ein Papier, Papier raus. Aber ohne Führerschein, da geht ja nichts. Also sowas ist mir noch nie passiert. Sowas ist mir noch nie passiert in meiner Laufbahn. Jetzt bin ich so lange unterwegs. Ich bin schon so viel unterwegs, aber so ist mir noch gar nicht passiert. Also das ist doch, Sie haben es doch genau gesehen, dass wir gerade hergefahren sind, dass wir uns umgeschaut haben, was da los ist. Und dann schreiben Sie schon und schreiben uns auf, wir schon lange 40 oder. Also das kann es doch nicht sein. Na, bei aller Liebe. Also. Umsonst ist der Tod. Nicht mal der. Sie warten nein. Doch direkt drauf, dass man einen Fehler macht. Da haben Sie jetzt, ach, jetzt nicht warten. Ich habe doch nichts von dem Geld. Meinst du, ich gehe davon. Ich geh aber davon Sie haben doch gesehen, dass wir da gerade hergefahren sind. Grütze, ich fixe noch mal rein. Jetzt kannst du nicht sein. Sei doch bitte nicht so unverschämt zu uns. So, ich bitte, bin dann nicht unverschämt. Also, aber wie? Sie haben uns zugeschaut, Sie haben uns da hergeschaut. Sie haben da hergeschaut und dann haben Sie sofort geschrieben. Da sind wir gerade da hergefahren, haben nicht einmal da abgestellt. Wir haben gerade schauen, lesen wollen, was da los ist. Ja. Da war es aber schon zu spät. Da sind Sie schon. Und hey, noch fünf Minuten. Sie kriegen gleich das zweite Ticket. Zwei Bayern in Preußen, das konnte ja nicht gut gehen. Okay. So, wissen Sie was? Wir machen so. Sie haben keinen Führerschein dabei. Ja. Ich habe jetzt dieses Ticket für 40 Euro. Das zahlen Sie mir, damit ist der Kas gegessen auf Bayerisch. Und wir sind uns einig. 40 Euro mit dem Führerschein, das bleibt dann unter uns, ist egal. Und Sie parken. Wir haben eine Rechtsschutzversicherung, Zäumer kommt, das geht über Rechtsschutz. Was haben Sie? Ja, wir haben Auto. Das ist ein Bodenlose. Auto eine Unverschämtheit, was Sie da machen. Eine Unverschämtheit. So. Können Sie mir jetzt einen Namen alles draufschreiben? Bitte, Namen drauf. Ja, hier. Ja, das machen wir schon, das schreiben wir. Das ist ja Gisela Drescher. Also das ist eine Abzug gewesen. Also sowas, also das habe ich noch nie erlebt. Also, was? Weißt du was, wir fahren jetzt weg, aus, ja, fertig. Nie mehr, wir fahren nirgends mehr hin. Wir vergessen jetzt die Scheiß Potsdam und aus, fertig. Ja, das Ticket. Da, Ticket. 50 Euro, aber 10er geht in die Betriebskasse, für mich, weil ich so nett bin. Ja, von wegen. 10 Euro bitte. Ja. Und, haben Sie es genau durchgelesen? Ich sag nur herzlich willkommen bei der Sendung Verstehen Sie Spaß. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Und wir gehen zurück. Und